Hi Logan, ich? 16. Ja, seit heute um genau zu sein. Alles Liebe zum Geburtstag, Abby. Oh, mein Baby ist 16. Ich kann's nicht glauben. Bob, weinst du etwa? Was? Wie kommst du darauf? Ich hatte eine Wimper in meinem Auge. Das erste Foto von deinem 16. Oh, Dad. Was denn? Ich find's toll. Es kommt gleich auf unsere Website. Nein! Komm her, Spätzchen. Wünsch dir was Schönes. Okay. Wenn ihr unbedingt wollt. Ich wünsche, dass meine hinreißende Familie endlich mal versteht, dass sie nicht immer einfach so in mein Zimmer reinkommen kann. Ich bin kein Kind mehr. Ich brauche meine Privatsphäre, versteht ihr? Ich will meine Ruhe haben. Ich freue mich auf diesen Tag, seit ich denken kann. Jetzt ist er endlich da und ich wünsche mir, dass ihr alle verschwindet und aufhört, ihn zu ruinieren. Hab euch lieb. Ich bin 16. Endlich. Der Tag heute wird sowas von magisch. Ich hab euch ja gewarnt. Ich verstehe sie nicht. Sie ist bestimmt nur nervös wegen ihrer Geburtstagsparty. Oh, Bob, die Sachen für die Party sind noch in der Garage. Alles klar. Wow, danke. Ah, das ist für deine Schwester. Zu gelb, zu blau, zu rosa, zu elegant, zu lässig, zu 15. Perfekt. Hey, Abs. Schon mal was von Anklopfen gehört? Was? Mom hat dir ein Geburtstagsfrühstück gemacht. Oh, ist das süß. Stell's darüber. Und du kannst wieder gehen. 2 Sekunden. Es ist zwar dein Frühstück, aber ich werde es essen. Du weißt schon, dass das keine richtige Gitarre ist. Mike! Wow. Kannst du mir was leihen? Nein, kommt nicht in Frage.
Ich habe das alles für meine Party heute Abend gespart. Die beste Sweet 16 Party aller Zeiten. Ah ja, Wunsch Nummer 15. Was? Abbys 16 Wünsche. Wenn ich 16 bin, werde ich die beste Party aller Zeiten haben. Hey, das ist privat. Naja, nicht wirklich. Hast du echt gedacht, dass das heute alles wahr wird? Ich bin nun mal ein hoffnungsvoller Mensch. Am besten finde ich den ersten. Wenn ich 16 bin, werde ich Joey Lockhart treffen. Den Joey Lockhart. Er ist ein internationaler Popstar mit Millionen von Fans. Wie kann man sich sowas wünschen? Ich war 7, Mike. Und voll daneben. Du warst 5 und bist mit einem Umhang zur Schule gegangen. Die anderen Wünsche sind viel realistischer. Wie Wunsch Nummer 3. Wenn ich 16 bin, werde ich mein Zimmer so einrichten, wie ich es will. Nein, nein, nein. Sehr schick. Keine gute Idee, Abs. Was? Wenn du dein Zimmer so einrichtest, wie du dich anziehst. Autsch. Und was soll das Fahndungsfoto auf der 16? Das ist kein Fahndungsfoto. Das ist Logan Buchanan. Du stehst auf den Quarterback? Was ganz Neues. Zu deiner Information. Er ist auch in der Schauspielgruppe und war mal bei einem Schachturnier dabei. Ich weiß. Ich war auch da. Er wollte von mir Nachhilfe in Chemie haben. Er ist ein Traum. Und wenn mein Wunsch in Erfüllung geht, wird er heute mit mir reden. Krista Cook. Cooles Auto. Das ist nicht cool. Das ist furchtbar. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Warum muss ausgerechnet die doofe Krista am selben Tag Geburtstag haben wie ich? Ja, es muss ziemlich nerven, dass sie immer die tolleren Geschenke bekommt. Keine Ahnung, warum sie mich nicht ausstehen kann. Seit der 3. Klasse versucht sie, meinen Geburtstag zu ruinieren. Der auch ihr Geburtstag ist. Warum bist du eigentlich noch hier? Zisch ab! Ich gehe zuerst ins Bad. Geh zur Seite. Jetzt mach schon, du bist schon eine Ewigkeit da drin. 32 Minuten, die meisten Mädels brauchen doppelt so lang. Du nervst, dadurch werde ich auch nicht schneller. Jetzt rein. Ich hätte doch frühstücken sollen. Heute wird ein perfekter Tag werden und nichts, nicht einmal Krista Cook, wird es schaffen, ihn zu verderben. Schwerer Befall. So wie es aussieht, haben die seit ungefähr 16 Jahren an ihrem Nest gebaut. Wie lange wird es dauern, die Viecher rauszubekommen? Ein paar Tage. Allerhöchstens ein Jahr. Ein Jahr? Oh! Das hier habe ich noch retten können. Oh. Das passiert nicht wirklich. Nicht mir. Nicht heute. Daddy, ich habe noch Klamotten in meinem Spind. Kannst du mich bitte, bitte zur Schule fahren? Ich glaube eher nicht, Prinzessin. Klasse. Hey, Krista! Hey, nimmst du mich mit? Steig ein. Bist du angeschnallt? Aha.
muss ich wohl den Bus nehmen. Ganz ohne Begleitung. An meinem Geburtstag. Hier. Danke, Jay. Du siehst furchtbar aus. Schön, dass du dich traust, das Offensichtliche immer auszusprechen. Tut mir leid mit eurem Haus. Du weißt es schon? Krista hat der ganzen Klasse eine SMS geschickt. Das ist echt lieb von ihr. Was ist das? Ein Geburtstagsgeschenk? Sehr witzig. Los, mach's auf. Das ist hübsch. Wo ist die andere Hälfte? Beste Freunde für immer. Oh, Jay, das ist süß. Gefällt's dir? Es ist wunderschön. Das Beste, was mir heute passiert ist. So schlimm, hm? Ja. Ich plane diesen Tag schon seit 8 Jahren. Weißt du, ich habe mir vorgestellt, dass ich heute all die wunderbaren Dinge kriegen werde, die zum Erwachsenwerden gehören. Dinge wie Freiheit, Privatsphäre und Respekt. Und was bekomme ich? Wespen. Wespen! Selbst unser Garten ist voll davon. Wo soll ich denn jetzt meine Party feiern? Vielleicht in meinem Keller? Nein. Dann nicht. Tja, der Tag ist jung. Es kann noch viel Gutes passieren. Was denn? Zum Beispiel Busfahren? Ich hasse Busfahren. Das ist der schlimmste Geburtstag, den man sich vorstellen kann. Mein Geburtstag sollte anders ablaufen. Ich wollte, dass der Tag heute magisch wird. Abigail Jensen? Ja? Das ist für dich. Happy Birthday, Kleines. Nicht aufmachen! Warum nicht? Post wird einem nach Hause und nicht zur Bushaltestelle gebracht. Und? Ist vielleicht eine Bombe drin. Da ist doch keine Bombe drin. Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Und ich mach's auf. Sweet 16 Geburtstagskerzen. Wünsch dir was, zünde eine Kerze an und sieh zu, wie deine Geburtstagswünsche in Erfüllung gehen. Na toll. Kerzen. Und nicht mal eine Karte dabei. Hier ist noch was drin. Halt mal. Was hast du vor? Lies Wunsch 8 vor. Wenn ich 16 bin, werde ich mein eigenes Auto haben, am liebsten ein rotes. Ich mach jetzt eine Kerze an. Und wenn was Schlimmes passiert? Und wenn was Schönes passiert? Und wenn es nur ein Witz ist, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass wir den Bus nehmen müssen. Hier. Jensen? Ja? Alles Liebe zum Geburtstag. Danke. Was war das denn bitte? Ich stehe auf ihn, seit ich 7 war. Wenn ich 16 bin, werde ich Joey Lockhart treffen. Wovon sprichst du? Wunsch Nummer 1. Sieh doch, das mit den Kerzen funktioniert.
Den Bus müssen wir trotzdem nehmen. Vielleicht doch nicht. Das hier war Kerze Nummer 1 und der erste Wunsch auf meiner Liste ist wahr geworden. Die Zahlen auf den Kerzen stimmen scheinbar mit den Zahlen auf meiner Liste überein. Gib mir Nummer 8. Wenn ich 16 bin, werde ich mein eigenes Auto haben, am liebsten ein rotes. Ich glaub's nicht. Wow! Ist das ein Spaß? Ich fass es nicht. Das ist mein Traumauto. Es gehört dir, Kleines. Willst du fahren? Ja. Nein. Komm schon, ich kann super fahren. Mein Dad lässt mich immer auf dem Parkplatz vom Hastymarkt üben. Ja, um Mitternacht, wenn dort keiner mehr ist. Wenn eine Fremde angefahren kommt und dir ein Auto anbietet, nimmst du es doch nicht einfach an. Sie ist aber keine Fremde. Sie kommen mir irgendwie wahnsinnig bekannt vor. Wir werden nicht damit fahren. Warum denn nicht? Ja, warum nicht? Weil, du kriegst deinen Führerschein erst, wenn du nach der Schule die Prüfung bestehst. Das macht nichts, dann fahr ich eben. Ihr zwei steigt ein. Moment, erst sagen Sie uns, wer Sie sind. Ich bin Celeste. Ich bin hier, damit Abbys Wünsche in Erfüllung gehen. Oh, eine Erklärung, mit der ich echt viel anfangen kann. Oh, hab dich nicht so, Jay. Das ist das mit Abstand tollste, hammermäßigste, magischste, das mir jemals passiert ist. Wenn du mal auf dein Leben zurückblickst, willst du dann nicht sagen können, dass du damals den Mut hattest, in den Wagen zu steigen? Ich werde das bereuen. Schnapp dir dein Zeug und steig ein. Steig ein. Los, mach schon. Nur um sicher zu sein. Sie sind sowas ähnliches wie eine Elfe oder eine Fee? So kann man es auch nennen. Das war keine Antwort. Jay. Kommen Sie nur an Geburtstagen oder sonst auch? Er redet immer viel, wenn er nervös ist. Entspann dich doch einfach, Jay. Und genieß die Fahrt. Festhalten. Der Hammer. Sind wir gelandet? Wie sieht er aus? Wie sieht wer aus? Ihr Heimatplanet. Sorry, Jay. Der einzige außerirdische Planet, den du heute siehst, ist die Highschool. Ich habe meinen Führerschein schon. Mein Dad hat seine Verbindungen spielen lassen. Sekunde. Logan, sieh dir den Wagen an. Hey, Jensen. Hast du auch einen neuen Wagen? Ja, wie man sehen kann. Ich habe ihn mir selbst gekauft. Zu meinem Geburtstag, der heute ist. Cool. Das kann unmöglich deiner sein. Was soll ich sagen? Ich spare mein Geld eben im Gegensatz zu dir. Oh Mann, ich muss mir einen Job suchen. Wieso, was ist? Ich erspare dir weitere Peinlichkeiten. Was? Was faselst du da? Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Hier, Wunsch Nummer 15. Wenn ich 16 bin, werde ich die beste Party aller Zeiten haben. Wenn die Kerzen alle Wünsche so erfüllen, wird meine Party echt der Hit. Heute Abend Party bei mir. Ihr seid alle eingeladen. Okay, komm. Komm mit, ist okay. Alles okay. Willst du ein bisschen was verdienen? Ja. Häng die überall auf und komm dann in der ersten Pause zu mir an den Wahltisch. Okay, sieh dir erstmal was anderes an. Ich sag Mrs. Heckel, du hast einen Krampf oder sowas. Danke, okay? Jay. Wenn ich 16 bin, werde ich die tollsten Klamotten an der Schule haben. Boah, für mich? Dankeschön. Okay. Wunsch Nummer 2. Alles klar. Also dann.
Warum geht das denn nicht? Komm schon. Miss Duffy. Jensen. Her damit. Weiter so, Theodor. Dann wirst du eines Tages Präsident. Glauben Sie das wirklich? Ich bin ganz sicher. Ja! Du kannst doch die Zukunft vorhersagen? Nein, ich habe ihm nur Mut gemacht. Komm rein! Also, was gibt's? Was es gibt? Das weißt du genau. Deswegen spielst du doch die Vertrauenslehrerin. Warum ist die blöde Kerze nicht angegangen? Natürlich wegen der Regeln. Der Regeln. Oh Mann. Du kommst nicht sehr viel rum, hä? Was hat das damit zu tun? Die Kerzen sind magisch. Und Magie folgt bestimmten Gesetzen. Eine Kerze und ein Wunsch pro Stunde. Kerze Nummer 1 ging um 7.58 Uhr an und Joey Lockhart ist aufgetaucht. Dann hast du Kerze Nummer 8 um Punkt 8 angezündet. Es lagen zwar nur 2 Minuten dazwischen, aber es waren verschiedene Stunden. Oh, das heißt, ich muss jetzt warten. 27 Minuten. Bevor ich mir wieder was wünschen kann. Toll, ihr hättet das ruhig auf die Schachtel schreiben können. Noch irgendwelche Kerzenregeln, die ich wissen müsste? Eine gibt's noch, aber die hat's in sich. Die Magie der Kerzen verliert um Mitternacht ihre Wirkung, also danach keine Wünsche mehr. Oh, und die Wünsche, die sie bis dahin erfüllt haben, bleiben für immer. Um Mitternacht? Ja. Also ab Mitternacht gehört dieser tolle Wagen für immer mir? Absolut, ja. Und in 26 Minuten habe ich tollere Klamotten als Krista Cook? Ja. Sie kann dich echt nicht ausstehen. Oh. Du weißt davon? Ich sollte das eigentlich nicht machen, aber lies selbst. Krista Cooks Tagebuch? Oh, nein, das darf ich doch nicht. Naja, vielleicht ein, zwei Seiten. Seite 10, 23 und 37. Oh. Pass ein bisschen besser auf, wo du sie anmachst. Oh, danke. Oh, so spannend? Spannend ist gar kein Ausdruck. Danke, dass du mich gewählt hast. Krista! Ich weiß, dass du mich nicht ausstehen kannst, seit wir 8 waren, aber ich wusste nicht, dass du einen Wettbewerb draus gemacht hast. Wo hast du das her? Von der Geburtstagsfee. Blödsinn. Gib her! Als wir 10 waren, hatte ich meine erste Pyjama-Party, also musstest du auch eine machen. Aber du hast alle bezahlt, damit sie zu dir kommen. Du hast kein Recht, das zu lesen. Das gehört mir. Warum schreibst du dann nur über mich? Als wir 12 waren, wollte ich beim Schultalentwettbewerb jonglieren. Du plötzlich auch. Und du hattest 2 Bälle mehr. Jedes Jahr hast du dich mit mir gemessen und jedes Jahr hast du gewonnen. Du quälst mich seit der 3. Klasse. Kannst du nicht mal damit aufhören? Spiel nicht die Unschuldige. Du weißt genau, was du getan hast. Und für das hier werde ich dafür sorgen, dass niemand zu deiner Party kommt. Hier. Was ist das? Eine Einladung für heute Abend zu meiner Geburtstagsparty. Es werden echt alle da sein. Und wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe noch einen Wahlkampf zu führen. Du brauchst keinen Wahlkampf zu führen. Du bist die Einzige, die als Schülersprecherin kandidiert. Dann werde ich wohl gewinnen. Warum machst du das? Du hast doch kein Interesse an der Schülervertretung. Und du schon, ja? Naja, ich... Hätte mich auch gewundert. Hey, Krista. Jemand hat mir gesagt, du bräuchtest Hilfe. Könntest du die hier verteilen? Klar. Dankeschön. Sie tut es schon wieder. Sie macht meinen Geburtstag kaputt. Wie immer. Ja, weil du es auch zulässt. Du hast recht, Jay. Ich werde ihre Schreckensherrschaft beenden. Und zwar ziemlich genau jetzt. Wenn ich 16 bin, werde ich die tollsten Klamotten an der Schule haben.
ist ja traumhaft. Ich weiß, ich weiß. Ich habe darauf gewartet, dass du diesen Wunsch nimmst. Ich liebe Shopping, besonders wenn es nichts kostet. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aus diesem Grund bin ich ja da. Mach die Augen zu und vertrau meinem magisch guten Geschmack. Seit der dritten Klasse geht das so. Egal, was ich gemacht habe, Krista war besser. Sie ist erst dann zufrieden, wenn sie gewinnt und ich verliere. Aber heute sieht das anders aus. Ich lasse mich nicht mehr von ihr runterziehen. Ich habe einen Plan. Und dieser Wunsch ist der erste Teil davon. Würdest du sagen, Krista Cook hat immer die coolsten Sachen in der Schule an? Inklusive Schuhe und Handtasche. Jetzt nicht mehr, Kleines. Ich würde glatt sterben für diese Schuhe. Ich hasse dich. Wollen wir zusammen Mittagessen? Klar. Toll. Hauptsache, ich darf neben dieser coolen Handtasche sitzen. Du meinst diese Handtasche? Die habe ich zum Geburtstag gekriegt. Letztes Jahr. Du bist ganz schön out, Jensen. Juhu, Abby! Ich bin untröstlich. Gib mir dieses alte Ding. Das Schmuckstück hier ist so neu, dass man es in den Läden noch gar nicht kaufen kann. Hab tausend Dank. Wenn euer Haus wespenfrei ist, schicke ich dir den Rest der Kollektion. Au revoir. Ich weiß, was du hier abziehst und es wird nicht klappen. Es soll doch einfach nur der beste Geburtstag meines Lebens werden. Freu dich nicht zu früh, wir sind noch nicht fertig miteinander. In 5 Minuten Geländelauf. Wow. Schon wieder zu spät, Jensen. Ja, Miss Duffy. Tut mir sehr leid. Ich war noch mal an meinem Schließfach, um die hier zu holen. Ich verstehe. Das ist keine Entschuldigung für die Verspätung, aber die Tasche ist wunderschön. Ein Geschenk für Sie. Für mich? Mhm. Ich wollte sie Ihnen eigentlich zu Weihnachten schenken. Aber sie passt sensationell zu ihrem schicken Sportanzug. Ja, sieht ganz so aus. Frohen Montag. Oh, ich mag solche Montage. Tja, Mädels, was haltet ihr davon, wenn wir aufs Laufen verzichten und stattdessen eine nette Runde Volleyball spielen? Super, Abby. Kommen Sie, wir brauchen Abby. Jensen! Komm in die Gänge! Wenn ich 16 bin, werde ich Krista Cook in allem schlagen. Egal worin. Einfach überall. Dass du dir das zutraust? Klar, warum denn nicht? Weil du der unsportlichste Mensch bist, den ich kenne. Jetzt nicht mehr. Ich hab den Geburtstagsbonus. Duck dich! 1-0! Oh, du wolltest mich abschießen! Das nennt man Schmettern. So gewinnt man. Weiter geht's! Abby!
Schwester, okay? Bleib ruhig liegen. Abby vor! Abby vor! Abby vor! Na, wer wird denn da wach? Wie fühlst du dich? Mir geht's gut. Ich hatte einen komischen Albtraum. Oh nein, das ist wirklich passiert. Abby Jensen hat dich platt gemacht. Oh, und der Direktor möchte mit dir sprechen. Ja, das ist sowas von typisch. Oh ja, und noch dazu wahr. Wirklich wahr. Was für ein Tag. Ja, in der Tat. Sie wollten mich sprechen, Mr. Smith? Ja, ja. Es gibt tolle Neuigkeiten. Die Wahl ist abgeschlossen. Das kann unmöglich sein. Viele haben doch noch gar nicht gewählt. Oh doch. Es sieht sogar so aus, dass wir eine Wahlbeteiligung von 100% hatten. Was ist hier los? Guten Morgen, Schüler! Es freut mich, euch mitteilen zu dürfen, dass die Gewinnerin mit den meisten Stimmen bei der Wahl des Schülersprechers Abby Jensen ist! Ich möchte allen danken, die für mich gestimmt haben und diesen Traum haben wahr werden lassen. Nein! Das kann nicht wahr sein! Ihr Name war nicht mal auf dem Stimmzettel! Los! Lassen! Das ist alles. Abby wurde reingeschrieben. Mehr Glück fürs nächste Mal, Krista. Wähl Jay Kepler zum Schülersprecher. Endlich habe ich Krista Cook geschlagen. Du hattest Hilfe. Ich weiß, ist das nicht Wahnsinn? Der Tag wird immer besser und besser. Ja, für dich. Ist doch toll, oder? Können wir jetzt das Experiment machen? Wir brauchen die Note. Ah, ich gebe der Lehrerin ein paar hübsche Sandalen und ein paar Schminer. Nein! Jetzt lass es gut sein. Was ist denn mit dir los? Ach, diese ganze Wunschsache. Du hast dich verändert, Abby, und ich komme da nicht mehr mit. Wie meinst du das? Du hast dich immer gedrückt, vor irgendwelchen Ämtern. Und von jetzt auf gleich bist du Schülersprecherin? Was soll ich sagen? Das Volk hat gesprochen und mich gewählt. Das waren die Kerzen, und du weißt nicht, was du dir da gewünscht hast. Das weiß ich sehr wohl. Schülersprecher zu sein ist eine Art Ehre. Schülersprecher zu sein ist eine wichtige Aufgabe, Abby. Das sollte jemand machen, der es will. Etwa jemand wie Krista? Nein. Ich werde meine Sache bestimmt gut machen. Du wirst mir dabei helfen. Komm schon, du kannst nicht böse auf mich sein. Warum nicht? Ganz einfach, weil heute mein Geburtstag ist. Weil wir die besten Freunde sind. Weil ich Schülersprecherin bin und jederzeit umsonst essen darf. Tada! Das gibt's nicht. Wohl, wohl. Und das jeden Tag. Jetzt gib mir endlich deine blöde Brille und lass dich von deinem Chef auf ein Sandwich einladen. Was für ein Sandwich? Du kannst haben, was du willst. Los, komm. Siehst du das? Sie lieben mich. Was hast du jetzt wieder angestellt? Wunsch Nummer 10. Ich habe ihn an dem Abend aufgeschrieben, als ich es satt hatte, für alle unsichtbar zu sein. Wenn ich 16 bin, werde ich beliebt sein. Oh, hi, Joey! Natürlich kriegst du ein Autogramm. Diesen Wunsch fand ich am tollsten. Wie schön. Hey, macht mal Platz, Leute! Lasst uns bitte durch! Hallo, alle miteinander! Okay, danke schön! Okay. Ciao. Und ich musste nichts dafür tun. Einfach nur auftauchen. Die schmeißen deine Geburtstagsparty? Mhm.
Ihre Väter sind Geschäftspartner und offenbar gehört ihnen halb Las Vegas. Sie geben die Party in einem ihrer Hotels. Na, ich will dir nicht unbedingt die Laune vermiesen, Epps, aber Vegas? Das ist irgendwie nicht dein Stil. Aber dein Keller ist es. Hey, ich hab einen Tischkicker. Das bringt's. Versteh doch, ich werde nur einmal 16 und meine Party soll einfach atemberaubend werden. Ich habe gar nichts anzuziehen. Wir haben beide jetzt eine Freistunde, kaufen wir dir ein Kleid. Geht leider nicht. Die blöden Wespen sitzen auf meinem ganzen Geld. Ich kann dir was leihen. Das würdest du tun? Klar. Oh, Jay, du bist ein Schatz. Fahren wir. Wir können nicht fahren. Ich habe meinen Führerschein noch nicht. Eine Lesung aus der Wunschliste von Abigail Jensen. Wunsch Nummer 7. Wenn ich 16 bin, werde ich meinen Führerschein bekommen. Abigail Louise Jensen? Ja. Das ist alles höchst ungewöhnlich. Mein Führerschein. Na dann, fahr los. Haben Sie vielen Dank. Jetzt sei nicht so verbistert, Harry. Sei froh, dass du mal aus deinem Büro raus bist. Was tun wir normalerweise nicht? Ich weiß. Aber war es nicht lustig? In meinem Büro ist es lustig. Ja, Epps? Das ist ab sofort offiziell der beste 16. Geburtstag, den es jemals gegeben hat. Du kannst dir ja nicht mein Kleiderbügel leisten. Stimmt gar nicht. Ich muss nichts mehr für meine Party zahlen, also gebe ich jetzt alles für das perfekte Kleid aus. Komm schon! Was meinst du? Hübsch. Nein, zu sehr Disco. Und wie ist das? Es ist wunderschön. Meinst du, Logan gefällt es? Woher soll ich das wissen? Zicke. Zünd doch sofort die Nummer 16 an und erfüll dir deinen blöden Wunsch. Puff, Logan Buchanan gehört dir. So funktioniert das nicht. Doch, genau so. Und zwar schon den ganzen Tag. Nein, ich will, dass mich Logan wirklich mag und nicht, weil irgendein magischer Zauber auf ihm liegt. Ich probiere das jetzt an. Und die auch. Ich nehme die hier. Sie tun mir ausgesprochen leid. Müssen ihre Zeit mit solchen Kindern verschwenden. Ein Kunde ist ein Kunde. Oh, glauben Sie mir. Diese beiden werden gar nichts kaufen. Sag was, Jay. Es ist perfekt, oder? Ja. Ich find's toll und Logan wird sicher auch gefallen. Gut. Gekauft. Können wir jetzt gehen, oder? Sei nicht so ein Miese, Peter. Entschuldigung, das hier ist ein Geschäft und kein Spielplatz. Ganz genau. Ich mag das hier. Kann ich mir vorstellen. Warum kommt ihr Kids nicht mit euren Eltern wieder? Wir sind keine Kinder. Ich bin 16. Ich gratuliere. Und jetzt gib mir das Kleid. Nein, wir werden es kaufen. Jay, zeig ihr dein Geld. Meine Brieftasche. Du verschwindest.
Aber... Ich... Nein, nein, das können Sie nicht. Das werden wir sehen. Aber wir sind Kunden. Nein, ihr seid Kinder. Zieh auf der Stelle das Kleid aus. Wunsch Nummer 9. Wenn ich 16 bin, werden die Leute aufhören, mich wie ein Kind zu behandeln. Wenn ich 16 bin, werden die Leute aufhören, mich wie ein Kind zu behandeln. Entschuldigung, wo ist mein Freund hin? Oh, hier war ein Junge, aber der ist mit einem Mädchen in einem süßen kleinen gelben Auto weggefahren. Moment, er ist mit Krista weggefahren? Scheint so. Einmal umdrehen. Oh nein, das Kleid steht Ihnen überhaupt nicht. Das ist viel zu jugendlich. Es ist auch plötzlich so eng. Suchen wir Ihnen etwas aus, das besser zu Ihrem Alter passt. Versuchen Sie mal diese hier. Oh, aber leider habe ich kein Geld dabei. Ach, wir schreiben es einfach auf Ihr Kundenkonto. Ich habe ein Kundenkonto. Ist alles in Ordnung, Miss Jensen? Oh ja, es ist alles in bester Ordnung. Entschuldigen Sie, Miss Duffy. Kennen wir uns? Ja. Ah, Sie sind die neue Aushilfslehrerin. Was bedeutet, ich kann diese Monster Ihnen überlassen? Ha. Viel Spaß, Kindchen. Hm. Was? Wieder. Na toll. Lass mich nur allein mit dem Gebräu kämpfen. Schon gut, geh. Ja? Komm hier raus! Was ist denn bloß in dich gefahren? Wie bitte? Du hast mich sitzen lassen an meinem Geburtstag. Ich dachte immer, du bist mein bester Freund. Bester Freund? Wovon sprechen Sie bitte? Oh, hi, mein Name ist Abby Jensen. Kennen wir uns vielleicht? Wenn ja, muss das ziemlich lange her sein. Lass den Blödsinn! Was soll das? Ich bin nicht Ihr bester Freund, ich bin ein Schüler und Sie sind... eine Frau. Vielen Dank, aber ich bin nur 4 Monate älter als du. Ja, in Hundejahren vielleicht. Hören Sie, ich stecke mitten in einem wichtigen Experiment. Und ich mitten in einem wichtigen Geburtstag. Schön, tut mir leid, ich muss rein. Nein, warte! Lassen Sie mich los! Du bist der schlimmste beste Freund, den es gibt! Hey! Ich verstehe das alles nicht. Werd ich etwa von der Schule gewiesen? Ich bin sicher, Sie bekommen eine Erklärung. Mom, Dad, was ist das für ein Transporter? Ziehen wir etwa um? Komm einfach mit. Erst erklärt mir hier jemand, was eigentlich los ist. Abby, du kannst nicht mehr auf die Highschool gehen. Was? Warum denn?
nicht. Es ist Zeit, erwachsen zu werden. Bob. Was denn? Spätzchen, während das Haus ausgeräuchert wird, ist kein Platz für dich. Dad und ich haben uns entschlossen, dir eine Wohnung zu suchen. Eine was? Eine hübsche Wohnung. Zum drin wohnen. Für mich allein? Die Gegend hier ist absolut sicher. So nennst du das? Ich nenne es teuer. Dein Vater und ich haben die Kaution übernommen. Für die erste Miete darfst du selber sorgen. Okay, ich hol den letzten Schwung. Und du wirst einen guten Job brauchen. Ich habe dir ein paar angekreuzt. Was? Ich kann nicht zur Schule gehen und gleichzeitig arbeiten. Wenn du doch aufs College willst. Bob! Ja? Sie will doch aufs College! Nein, jetzt noch nicht. Hat sich erledigt. Auch gut. Mom, ich bin noch ein Kind. Ich kann hier unmöglich allein wohnen. Abby, mach kein Drama draus. Viele in deinem Alter haben ihre eigene Wohnung. Ich bin mit 18 ausgezogen. Aber ich bin keine 18. Nein, du bist 21. Seit heute 22. Happy Birthday, Spätzchen. Was soll das? Ich verstehe immer nur Bahnhof. Okay, wir müssen los. Nein, bleib hier. Vergiss nicht, wir tun das nur aus Liebe zu dir. Strenger Liebe. Bob. Dir wird's gut gehen, Prinzessin. Dad. Dad. Mom. Komm uns besuchen. Wann du willst. Außer am Mittwoch. Da gehen wir bowlen. Highschool-Erinnerungen? Spinne ich jetzt, oder was? Was? Was ist das? Wenn ich 16 bin, werden die Leute aufhören, mich wie ein Kind zu behandeln. Suchen wir Ihnen etwas aus, das besser zu Ihrem Alter passt. Sie sind die neue Aushilfslehrerin. Was soll das? Ich bin nicht Ihr bester Freund. Ich bin ein Schüler und Sie sind... eine Frau. Nein, du bist 21. Seit heute 22. Happy Birthday, Spätzle. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, das habe ich so nicht gewollt. Nummer 3. Das sollte gehen. Wenn ich 16 bin, werde ich mein Zimmer so einrichten, wie ich es will. Dekorationen Deluxe! Celeste, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Okay. Nett hier. Jede Menge Potenzial. Du musst mir helfen. Das sehe ich. Wie wär's mit einer Tapete? Nein, 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 keine Tapete. Gut, dann Farbe. Ich habe hier ein paar Muster. Nein, hör mir zu. Deine Kerzen haben einen Fehler gemacht. Kerzen machen keine Fehler. Menschen schon. Ich habe mir was gewünscht, aber mein Wunsch war irgendwie anders gemeint. Wie wär's mit ein paar Vorhängen? Nein. Dazu würde ich dir aber raten, du brauchst Privatsphäre. Du bist allein, du bist eine Frau. Nein, nein, bin ich nicht. Ich bin keine Frau. Ich bin 16 Jahre alt. Ich habe mir was gewünscht. Und zwar Wunsch Nummer 9. Hier. Ich wollte keine Erwachsene sein. Ich wollte wie eine behandelt werden. Die Kerzen haben ihre eigene Logik. Sie geben dir nicht immer das, was du willst, manchmal das, was du brauchst. Und Kleines, was du jetzt brauchst, sind Vorhänge, und zwar pronto. Ich brauche keine Vorhänge. Ich will bloß mein Leben zurück. Ich habe meine Freunde weggewünscht, meine Sweet 16 Party, meinen Abschlussball. Hier, ich habe die Zeugnisvergabe verpasst. Es soll rückgängig gemacht werden. Oh, armes Kind. Ich fürchte, das ist absolut unmöglich. Die Kerzen und deine Wünsche gehören zusammen. Und da kein Neuanfangswunsch auf deiner Liste steht, wird es ab Mitternacht so sein, dass das hier dein neues Leben ist. Aber... oh! Dekorationen Deluxe? Aha! Schon unterwegs. Schon Bezug Notfall. Ich muss los. Was? Nein, nein, nein. Du kannst doch nicht... Warte! Stopp! Celeste!
nicht! Wollen Sie sich vor der Mietzahlung drücken? Nein. Gut. Die erste Miete ist in 3 Tagen fällig. Sie zahlen oder Sie fliegen raus. Sie fliegen raus. Sie fliegen raus. Dämliche Wünsche. Warum habe ich euch je aufgeschrieben? Ich ändere einfach ein. Der Wunsch Nummer 14. Wenn ich 16 bin, werden mich meine Eltern verstehen. Oh, da bist du, Spätzchen. Oh, kannst du nicht anklagen? Ich brauche meine Privatsphäre. Was? Privatsphäre, ich brauche Privatsphäre. Sekunde. Bob? Was? Kommst du mal? Sag es Dad. Ich brauche Privatsphäre. Nochmal? Privatsphäre, ich will Privatsphäre. Ich verstehe kein Wort. Du? Nein, aber das tue ich sowieso nie. Es muss klappen. Bitte versteht endlich. Hi, Daddy. Sieh mal, wer da ist, Schatz. Hallo, Spätzchen. Hi, Mom. Solltest du nicht in deiner Wohnung sein und Kartons auspacken? Ja, aber ihr habt mir gefehlt. Och, du bist süß. Aber wir sind gerade sehr beschäftigt. Du bist dran, Schatz. Vergiss es. Oh. 22 Karten in der Hand und ich kann trotzdem nicht raus. Kann das nicht warten? Aber sicher. Was gibt's? Nun ja, ich habe was sehr Wichtiges mit euch zu besprechen. Und ich dachte, wenn ihr mir mal richtig zuhört, ausnahmsweise, dann werdet ihr alles verstehen. Bob! Ja, was? Oh, ich höre. Wir hören zu. Auch wenn es verrückt klingt? Ich höre deinem Vater auch dauernd zu. Was soll das bitte heißen? Sprich weiter, Spätzchen. Also gut, als ich heute Morgen aufgewacht bin, da war ich 16 Jahre alt. Ich dachte, heute wird der beste Tag meines Lebens. Und dann tauchte diese Geburtstagsfee auf und gab mir das hier. Sieh dir das an, Schatz. Da werden Erinnerungen wach. Was? Was für Erinnerungen? An dem Abend, an dem du geboren wurdest, hat mich dein Vater in dieses China-Restaurant ausgeführt. Ich hatte Ente süß-sauer. Der Name erschien uns wie ein gutes Omen. Wir waren so glücklich, eine so wundervolle Tochter wie dich zu haben. Wirklich? Wirklich. Dann werdet ihr es verstehen, wenn ich sage, ich muss wieder bei euch wohnen und wieder zur Schule gehen. Ich bin noch nicht bereit für eine eigene Wohnung und einen richtigen Job. Bitte sagt mir, dass ihr das versteht. Abby, dreh dich mal um. Schon als du ein kleines Mädchen warst, wolltest du immer das sein, was du jetzt bist. Wunderhübsch und selbstständig. Ich erinnere mich an den Tag, an dem dieses Foto gemacht wurde. Du wolltest eine Erwachsenengeburtstagsparty. Du hattest meine Stöckelschuhe an und meine Perlenkette um.
Du warst so wahnsinnig glücklich. Aber erwachsen zu sein ist ganz anders, als nur davon zu träumen, nicht wahr? Ja. Wir verstehen dich sehr gut. Tut dir das? Aber ja doch. Du hast Angst, dass deine Kindheit zu Ende ist und somit die schönste Zeit deines Lebens. Ja. Du möchtest die Zeit zurückdrehen und von vorn anfangen? Ja, ja, genau das würde ich am liebsten tun. Das Gefühl kennen wir gut. Ja. Dann bin ich also immer noch eure kleine Tochter? Und das wirst du auch immer sein, Prinzessin. Oh, Achtung, die Wespen. Ach, Zeit zu gehen, Prinzessin. Fahr vorsichtig. Was? Und vergiss die hier nicht. Aber ich hab gedacht, ihr würdet mich verstehen. Oh, wir verstehen dich gut. Erwachsensein kann schwierig sein. Manchmal wird einem alles zu viel. Bis bald, Spätzchen. Wir haben dich lieb. Ha. So fühlt sich das also an. Logan. Hey, cooles Teil. Ja, das hast du schon heute Morgen gesagt. Hä? Und? Was machst du hier? Party. Ach ja. Ich bin nicht eingeladen. Hey. Ja? Würden Sie mir einen Gefallen tun? Klar doch. Machen Sie ein Foto von mir und dem Auto? Okay, gern. Danke. So eins will ich später auch mal. So, das war's. Cool. Sieht das heiß aus. Das muss ich Krista zeigen. Hey Leute, was läuft? Hallo Jay. Hey, wie sehe ich aus? Danke. Ich stehe auf deine Krawatte. Cooles Teil. Scharf aus. Joey Lockhart! Gehen Sie von mir runter! Nein! Lassen Sie mich los! Du musst mir glauben, Jay. Du bist mein bester Freund. Heute ist mein 16. Geburtstag. Ich habe diese magischen Kerzen bekommen und dann kam dieser große Tourbus. Und Joey Lockhart stieg aus und hat mich geküsst. Ich kenne sie nicht, okay? Du hast ihn gesehen. Du warst doch dabei. Lassen Sie mich los. Erst wenn du mir zugehört hast. Gib mir 5 Minuten. 4. Okay. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber wir sind die besten Freunde. Nein, ich kann es sogar beweisen. Was soll das? Nimm deinen Schlüsselbund. Mhm, gib her. Alles Gute zum 16. In Liebe, Jay. Das hast du mir heute Morgen geschenkt, zu meinem 16. Geburtstag. Abby! Du weißt es wieder? Ich glaube schon. Dann glaubst du mir also? Ja. Das tue ich. Er glaubt mir! Oh, nicht so laut. Aber das ändert nicht das Geringste. Wenn Mitternacht vorbei ist, bleibe ich nämlich so. Für immer. Zeig mir mal deine Liste. Okay.
Du hattest die Wünsche 1, 2, 7, 8, 9. Überspring das. Du hast dir echt mal gewünscht, dass du Sushi magst? Ich war damals 8 und hatte einen Geschmack, der äußerst merkwürdig war. Hattest? Du bist ein toller bester Freund. Ich weiß. Okay, mal sehen. Also, die meisten davon sind nutzlos, weil du jetzt schon erwachsen bist. Übrig bleiben die Nummer 15 und Logan Buchanan. Ja, aber was das angeht... Die 15 finde ich am besten. Wenn ich 16 bin, habe ich die beste Party aller Zeiten. Aber du bist keine 16 mehr. Hey, ich muss mich mal kurz auf Christas Party zeigen. Hast du vielleicht Lust, mitzukommen? Nicht als mein Date oder so. Oh nein, natürlich nicht. Und? Ich gehe gern mit dir dahin. Na dann. Tolle Party. Ladies first. Mike? Ein Applaus für meine große Schwester Abby. Du bist zwar steinalt, aber immer noch cool. Mike kann also richtig spielen? Ja, dieses Jahr hat's bei ihm Klick gemacht. Und er hat sich voll reingehängt. Er bekommt fett Kohle für diesen Gig. Oh. Hey! Hab ich hier was verpasst? Ich meine, außer dem Abschluss, ja. Jay, da bist du ja. Hi. Ich bin froh, dass du kommen konntest. Ich bin Abby Jensen. Das weiß ich doch. Wir sind Nachbarn. Ja, Nachbarn. Deine Party ist super. Dank deiner Eltern. Die haben diese Spitzendeko in ihrer Garage gefunden, nachdem ihr Haus von Wespen befallen wurde. Ich glaube, das war alles noch von deiner Sweet 16 Party übrig, aber aus irgendeinem Grund habt ihr das nie benutzt. Deswegen haben sie es mir überlassen. Toll. Ja, nicht wahr? Oh, und du bist gerade richtig für die große Ansprache. Danke, dass ihr gekommen seid. Mann, mein Traum ist echt wahr geworden. Was meint er damit? Jay Kepler, meine Damen und Herren, unser frisch gewählter neuer Schülersprecher. Hey Jay, herzlichen Glückwunsch! Was? Dankeschön. Und vielen Dank an meine Wahlkampfmanagerin Krista Cook. Ihr habt alle nicht gewusst, dass ich das schon immer gewollt habe, aber nie den Mut hatte, es zu versuchen. Ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ich danke dir tausendmal. 1, 2, 3, 4. Viel Spaß noch, ja? Aha. Du bist also der neue Schülersprecher? Ja. Ich war doch Schülersprecherin. Oh ja? Seltsam. Ich hab gedacht, ohne mich wäre Krista gewählt worden. Krista? Sie hasst Konkurrenzkämpfe. Krista. Unsere Krista. Ja? Ich schätze mal, ohne dich in ihrem Leben war das auch nicht notwendig. Sie ist nett, immer hilfsbereit, kann gut zuhören, eine tolle Freundin. Ihr würdet euch sicher mögen, wenn ihr, du weißt schon, beide gleich alt wärt. Hey Jay! Los, komm mit! Wir reden nachher. Losing every fight, your hope is fear.
sollte eigentlich meine Party sein. Große Pepperoni-Pizza für Jensen. Ich habe keine Pizza bestellt. Ich weiß. Ich dachte, du brauchst vielleicht eine Freundin. Ach, Kleines. Trockne deine Tränen. Ich bin am Verhungern. Im Ernst? Aber ja. Magische Wesen müssen auch mal was essen. Ich hatte mir den Tag heute anders vorgestellt. Unfassbar Wünsche für sowas zu vergeuden, wie Krista Cook zu schlagen. Ja, sie ist ziemlich nett, seit sie dich nicht mehr fertig machen will. Hab ich gemerkt. Sie ist Jay eine wirklich gute Freundin. Eine bessere als ich. Ich hab nicht mal gewusst, dass er Schülersprecher werden will. Wie konnte ich so oberflächlich sein? Ich hab immer nur an Partys gedacht, Klamotten, beliebt zu sein. Ich fasse es nicht, dass mir diese Dinge so wichtig waren. Du warst 16. Aber das wusste ich nicht zu schätzen. Seit ich klein war, hatte ich den Wunsch, erwachsen zu werden. Ich dachte, nur so bekomme ich all das, was ich will. Mir war nicht klar, dass ich schon alles hatte. Du hast auch noch diese Kerze übrig. Wunsch Nummer 16. Die ganzen Jahre habe ich ihn für etwas wirklich Besonderes aufgehoben. Von all den Wünschen auf der Liste würde ich den am liebsten ändern.
Wow, der Kaugummi ist ja immer noch richtig frisch. Vielleicht kann man die Regeln ja überlisten. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Dass ich diesen Tag von vorn anfangen kann. Überraschung! Alles Liebe zum Geburtstag, Abby. Oh, sieh nur. Das erste Foto von deinem 16. Oh, das ist ein tolles Foto. Echt lustig. Das ist das beste Foto von mir, das du je geschossen hast. Danke, danke, danke. Gern geschehen, Prinzessin. Hier. Wünsch dir was, Spätzchen. Ich wünsche mir ganz genau das hier. Es ist alles perfekt. Wespen! Ja? Ich habe eine aus der Klimaanlage krabbeln sehen. Nein, nicht nur eine. Tausende. Die nisten da oben schon seit 16 Jahren. Mädchen, das wissen wir. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst nicht, dass das ganze Haus von Wespen belagert sein wird. Sie übernehmen sogar die Autos und ihr müsst in der Einfahrt kampieren. Aber dann kommt Joey Lockhart und küsst mich und ich bekomme Kerzen und Wünsche und unheimlich coole Klamotten. Es sieht so aus, als wäre alles bestens, aber dann mache ich einen dummen Wunsch, den ich so nicht wollte und bin plötzlich erwachsen. Lebe allein, verpasse meine Party und es wird der schlimmste 16. Geburtstag, den es jemals gegeben hat. Ihr müsst unbedingt einen Kammerjäger rufen. Sofort! Okidoki. Alles erledigt. Puh, das war vielleicht ein Wespennest. Celeste? Oh, hi, Abby. Du kennst sie? Ja, wir haben uns heute Morgen kennengelernt. Als Abby mich angerufen hat. Ein Glück, dass ich noch rechtzeitig gekommen bin. Und die Wespen sind jetzt weg? Ja, als wären sie nie da gewesen. Dann ist alles wieder in Ordnung? Besser, würde ich sagen. Moment, was schulden wir Ihnen? Betrachten Sie es als Geburtstagsgeschenk. Happy Birthday, Abby. Danke. Für einfach alles. Fein. Geh schon mal runter und mach das Geburtstagsfrühstück, das du für mich geplant hast, Mom. Ich bin gleich da. Hey! Das ist für dich. Ich hatte es eigentlich für meine Geburtstagsparty gespart, aber du kannst es besser brauchen. Wow, wofür ist das? Eine richtige Gitarre. Ich finde, du hast echt Talent. Oh, danke, Apps. Ich hab dich lieb, Mike. Danke für das leckere Frühstück, ihr beiden. Ich hab euch lieb. Wir dich auch. Christa! Christa, warte! Keinen Schritt weiter. Wir müssen reden. Ich hab dir nicht das Geringste zu sagen. Ich will dir nur kurz eine Frage stellen. Ich werde dich nicht mitnehmen, klar? Das will ich auch gar nicht. Ich will nur etwas verstehen. Was habe ich dir getan? Los, verschwinde. Nein, du musst mir erst antworten. Warum hast du mich so? Du weißt das wirklich nicht, oder? Ich habe null Ahnung. Es war in der 3. Klasse. Jay war mein bester Freund. Und dann bist du hergezogen. Es war an meinem Geburtstag. Jay und ich haben einen Pakt geschlossen.
Freunde. Ja. Ich hab dir deinen besten Freund gestohlen. An meinem Geburtstag. Seit der Zeit haben Jay und ich alles zusammen gemacht. Und zwar ohne mich. Das muss grauenvoll für dich gewesen sein. Das war's. Ich kann nur ahnen, wie du dich gefühlt hast. Willst du's wissen? Ich hab mich wie ein Verlierer gefühlt. Christa, könnte ich die Zeit zurückdrehen und diesen Tag ändern? Würde ich's tun? Es tut mir unendlich leid. Dein Ernst? Besteht eine Chance, dass du mir verzeihst? Ich weiß nicht. Ich habe mir an dem Tag auch was geschworen. Was, wenn ich fragen darf? Dass ich immer nur gewinne, sodass du nie wieder das kriegst, was du vielleicht willst. Wow. Das hast du geschafft. Danke. Hey, wie wär's, wenn du diese Hammer-Energie für etwas Gutes nutzen würdest? Zum Beispiel? Willst du wirklich unbedingt Schülersprecherin werden? Ganz ehrlich? Nein. Es ist tierisch anstrengend, immer gewinnen zu müssen. Pass auf. Wenn du lieber aussteigen möchtest, ich kenne da jemanden, der die Sache gern übernimmt. Hey, Christa. Hey! Abby? Jungs! Cooles Auto. Danke! Schräg. Du bist eine schlechte beste Freundin. Nein, bin ich nicht. Doch bist du. Ich musste ganz allein mit dem Bus fahren. Wo warst du? Ich wurde mitgenommen. Ihr zwei, zusammen in einem Auto. Und es ist nicht explodiert? Nein. Wir haben eine Überraschung für dich. Heute ist nicht mein Geburtstag. Nein, meiner. Und meiner. Und wir beide wollen, dass dein Traum wahr wird. Welcher Traum? Du bist jetzt der Einzige, der für das Amt des Schülersprechers kandidiert. Also wirst du sicher gewinnen. Glaubt ihr? Hundertprozentig. Jay Kepler, meine Damen und Herren. Unser frisch gewählter neuer Schülersprecher! Ja! Los, Jay! Danke, danke, danke! Yeah! Einen riesen Applaus für unsere Gastgeberin Abby und Christa! Alles Liebe zum 16. und zwar euch beiden! Happy Birthday, ihr zwei! Legt los! Da ist. Huh? Da! Oh, Logan Buchanan. Er ist sowas von toll. Du stehst wirklich auf ihn, oder? Ja. Ich hab gedacht, du wolltest mich nur quälen. Dich zu quälen war das Tüpfelchen auf dem I, aber ich hab ihn schon immer gemocht. Nun, ich weiß zufälligerweise, dass er dich auch mag. Im Ernst? Ja. Geh zu ihm. Was soll ich ihm sagen? Frag ihn nach dem roten Sportwagen, den er irgendwann fahren will. Na schön. Hi, Logan. Hi. Schön, dass du gekommen bist. Ja, du siehst toll aus. Danke. Bist du happy? Ja, danke. Denn heute ist offiziell der beste 16. Geburtstag, den es jemals gegeben hat. Gut. Hey, sieh dir das an. Happy Birthday, Abby! Just take a chance, don't think it's your choice. Got to-
Und schreibst du jetzt eine neue Wunschliste? Nein, ich brauche keine Wunschlisten. Ehrlich? Wieso nicht? Weil alles, was ich mir je hätte wünschen können, schon hier ist. Ich könnte... Cut! Schon gut, mach einfach weiter. Bitte, Brenn. Wenn ich 16 bin, werde ich mein eigenes Auto haben. Am liebsten ein rotes. Das wird nichts mehr. Hatte vergessen, wo sie war. Jensen! Übrig bleiben die... Sorry. Okay. Bis bald, Spätzchen. Festhalten, Leute! So schaffen wir es rechtzeitig in die Schule! Sorry, ich kann meine Augen nicht öffnen. Ja? Ich fahre noch. Das wird sowas von klar. Wen finden wir am süßesten? Mich. Was? Ich muss nichts mehr für meine Party zahlen, also gebe ich jetzt alles. Wofür aus? Wenn ich 15 bin. Was? Nein. Immer rühren, immer rühren. Ja. Einsatz, mehr Einsatz! Anschluss. Mach ich. Ist er ein guter Tänzer? Das war ein Ja! Das war ein Ja!